Wir können heute an diesem 15. Februar, zwei Tage nach der ersten angloamerikanischen Angriffswelle, ein Tag, an dem in Dresden die Frauenkirche zusammenbrach, hier an diesem Ort nun viele mehrere tausend Menschen aus ganz Europa und Übersee zu einem aufrechten und ehrenhaften Gedenken in Dresden begrüßen. Kameraden, es ist eine Ehre, dass ich heute beim legendären Marsch von Dresden mit Ihnen sprechen kann. Als ich noch ein junger Aktivist war, war es nur ein Traum, an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können. Jetzt stehe ich hier und teile meine Gedanken mit euch. Vielen Dank. Für uns muss Dresden in vielerlei Hinsicht ein Symbol sein. Die Zivilisation, die in der gespolzenen Lava unterging, ist das Symbol des Todes. Aber dieser Marsch, der eine große Geschichte hat und in dem wir die Erinnerung an die Opfer ehren, symbolisiert nicht nur unsere Trauer, sondern auch das Leben. Kunst ist die Wahrheit, unsere stärkste Waffe. Um sie zu verbreiten, ist für diese einzustehen. Wir es heute auf die Straße brennen machen, ist unser einziges Mittel, unsere Identität, unsere Kultur und unsere Heimat zu bewahren. Die Toten von Dresden mahnen uns, unsere Pflicht zu erfüllen, die es unsere Großväter erfüllt haben. Dankeschön. Zeitzeugen, Überlebende, Nachfahren der Opfer und Überlebenden, deutsche Männer und Frauen, Menschen aus aller Welt. Die Bombardements von Dresden durch die Royal Air Force und die United States Army Air Force in den Tagen vom 13. bis 15. Februar 1945 waren keine Kriegshandlungen. Sie waren die Tathandlungen eines vorsätzlichen, planvollen und mit vorangehenden Testreihen akribisch vorbereiteten Verbrechens. Woran immer Sie alle glauben, heute soll uns der Glaube an Deutschland und die Verbundenheit in oder mit dem deutschen Volk beseelen. Wir gedenken. Hallo Dresden. First, I would like to start by saying how privileged. Hallo Dresden. Zu Beginn möchte ich sagen, wie geehrt ich mich fühle, gefragt worden zu sein und die Gelegenheit erhalten zu haben, hier zu sprechen. Ich liebe Deutschland und das wunderbare deutsche Volk. Ich bin heute hier, um der Opfer dieser fürchterlichen Tragödie zu gedenken. Die Einwohner Dresdens fielen vor 75 Jahren mit grotesken und feigen Bombenangriffen zum Opfer. All we can do now is move forward together. Alles, was wir tun können, ist gemeinsam nach vorne zu gehen, als Brüder in diesem globalen Kampf. Nur zusammen können wir sicherstellen, dass ein Verbrechen wie die Bombardierung Dresdens nie wieder geschieht. Dankeschön. But let us resolve, here and now. Aber lassen Sie uns hier und jetzt in diesem ultimativen Symbol für die Tragödie des Krieges zwischen brüderhaften Völkern feststellen, dass wir nie wieder den Weg zum Brüderkrieg gehen werden. Wenn wir das nächste Mal gezwungen sind, Waffen zu tragen, lassen Sie uns nicht nur gegeneinander kämpfen, sondern Schulter an Schulter, nie mehr Brüderkrieg. Unser heutiges Gedenken anlässlich der 75. Wiederkehr des Tages der Zerstörung Dresdens, das stellvertretend für unzählige weitere geschundene Städte
unter dem alliierten Bombenhagel steht, ist ohne jeden Zweifel ein kleines Schlaglicht im Rückblick auf die vergangenen Jahre. Zuerst gebührt daher zunächst euch allen, die ihr heute aus ganz Deutschland, ja Europa und selbst aus Übersee dem Ruf eures Gewissens gefolgt seid, tiefe Dankbarkeit und Anerkennung. Gegen jene, welche das Gedenken an die Toten unseres Volkes am liebsten abschaffen würden, setzen wir deshalb Respekt und Anstand und erneuern auch am heutigen Tag unseren Ruf. Macht den 13. Februar zu einem offiziellen Gedenktag. Errichtet endlich ein Mahnmal zu Ehren der Dresdner Luftkriegstoten. Solange sich noch deutsche Männer und Frauen um ihre Fahne scharen, so lange wird es ein ehrenhaftes Gedenken geben. So lange wird Widerstand geleistet.